Wie gut ist das Matte Clay von American Crew? Kommen wir zur Verpackung. Die Verpackung war eigentlich immer okay. Bei diesem Produkt ist es tatsächlich sogar so, dass die Verpackung nicht mehr okay ist, weil der Deckel auch mittlerweile eine andere Farbe hat als der Tiegel an sich. Da gibt es auf jeden Fall Punkt Abzug. Der Geruch: zitrisch, minzig, dezent, muss ich sagen, I like. Kommen wir zu den Inhaltsstoffen. 65% der Inhaltsstoffe sind gut, 35% leider nicht ganz so gut. Kommen wir zum Claim des Produktes. Der Hersteller wirbt mit einem mittleren bis hohen Halt, einem matten Finish und das Produkt soll reworkable sein und für jeden Haartyp geeignet. Ob das wirklich stimmt? So sieht meine aktuelle Vorherfrisur aus. Ich habe meine Haare heute in der Früh gewaschen, sowohl mit Shampoo als auch mit Conditioner und auch ein paar Drops Arganöl in die Haare vorab eingearbeitet. Und jetzt ist das mit trockenen Haaren die Grundlage für das Styling, weil ebenfalls der Hersteller auch gesagt hat, dass man auch das Produkt ins trockene Haar einarbeiten kann. Kommen wir zur Konsistenz des Produktes. Das Produkt ist sehr weich. Allein wenn man das Produkt nur ein bisschen mit den Fingern berührt, dann wird es schon fast cremeartig. Das Auftragen in die Hände funktioniert logischerweise aus dem Grund auch super einfach. Ohne zu verklumpen kann man das Produkt wirklich super in den Händen verteilen. Das Styling ging grundsätzlich auch super easy. Ich konnte zwar meine Powerwellen damit nicht bändigen, aber das Styling ging wirklich easy von der Hand. Und da der Halt tatsächlich nur leicht bis mittel ist, musste ich an dieser Stelle auch noch ein wenig mit Haarspray nacharbeiten, um die Haare zu fixieren. Meine Nachherfrisur sieht dann wie folgt aus. Weiter geht's mit dem Halt. Es wird geworben mit einem mittleren bis starken Halt. Das kann ich an dieser Stelle definitiv nicht bestätigen. Wir einigen uns an dieser Stelle jetzt einfach mal auf einen leichten bis maximal mittleren Halt. Das Finish ist allerdings schön matt. Das kann ich an dieser Stelle tatsächlich auch bestätigen. Wie sieht es mit der Auswaschbarkeit des Produktes aus? Auch ohne Shampoo kann man dieses Produkt wirklich easy aus den Haaren herauswaschen. Das funktioniert ebenfalls sehr gut. Und der Preis: wir bekommen das Matte Clay von American Crew und zwar 85 Gramm von dem Produkt für umgerechnet 13 Euro, was an dieser Stelle wirklich ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Für wen ist das Produkt geeignet und kann ich das Produkt weiterempfehlen? Das Produkt ist tatsächlich für jede Haarlänge geeignet und ich kann dieses Produkt auch empfehlen. Das Produkt ist vor allen Dingen für Leute geeignet, die mehr Textur haben wollen und nur einen leichten Halt benötigen und auch im Laufe des Tages vielleicht ihre Haare einfach mal nachstylen möchten und einfach die Haare reworkable halten möchten. Man kann das Produkt tatsächlich auch für etwas dünnere und feine Haare verwenden, dann braucht man nicht ganz so viel Produkt, aber das ist wirklich ein Allround-Produkt, mit dem man grundsätzlich nicht so viel falsch machen kann. Den Link zum Produkt findet ihr logischerweise wie immer unten in der Infobox und jetzt wünsche ich euch auf diesem Wege ganz viel Spaß beim Haarestylen.